Das nächste AK-Gespräch mit Präsident Erwin Zangerl auf Tirol TV, gleich wieder mit einem brisanten Thema. Herr Präsident, zahlreiche Mieter der neuen Heimat Tirol fühlen sich derzeit überrumpelt. Ihre Wohnungen werden zwar saniert im Rahmen des EU-Projekts Sinfonia, aber das ist mit einer ziemlichen Mieterhöhung verbunden. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Nicht? Da gibt es ein Projekt, ja, das also auch von der EU gefördert wird. Und die neue Heimat Tirol benutzt es dann gleichzeitig, um eine befristete Mieterhöhung durchzuführen. Wenn man bedenkt, dass 1,60 Euro pro Quadratmeter für viele der Personen, die dort wohnen, Familien, natürlich sehr viel Geld ist, muss man wirklich staunen. Und es gibt ja positive Beispiele, zum Beispiel die Innsbrucker Immobiliengesellschaft, die sagt, wir sind auch dabei bei diesem Projekt, wo es grundsätzlich sinnvoll ist. Aber bei uns gibt es keine Erhöhungen. Und ich würde jetzt der neuen Heimat natürlich raten, ja, gerade sie, nämlich als gemeinnützige Einrichtung, das ebenfalls so zu machen wie die Innsbrucker Immobilien. Und wenn sie modernisieren wollen, sollen sie es doch bitte tun. Ich habe kein Problem, aber bitte nicht auf Kosten der Mieter. Die Arbeiterkammer Tirol hat auch immer tolles Serviceangebot für ihre Mitglieder, zum Beispiel derzeit wieder Beratungen in Steuerfragen. Das A-Kindertheater tourt demnächst wieder durch Tirol und es gibt auch wieder Nachhilfe für junge Menschen, die Probleme haben in der Schule. Ja, ich glaube, das ist wirklich schon ein Thema, wo ich sage, also das trifft wieder genau das, dass nichts weitergeht. Ja. Man diskutiert schon seit Generationen eine Bildungsreform. Jeder behauptet natürlich, er hat den Schlüssel zur Bildungsreform, nur Schluss finden es nicht, interessanterweise. Und deshalb sind wir immer noch gezwungen, günstige Nachhilfe anzubieten, weil das natürlich wichtig ist für die jungen Leute. Das darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, auch nicht von der sozialen Stellung, sondern das sind Leute, die eine Chance haben, jetzt ihre Noten zu verbessern. Und ich bin mir sicher, dass nicht unbedingt immer die Besten dann die besten Fachkräfte werden. Wer also seine Noten noch verbessern möchte, die Sommerferien retten, anmelden bis 13. Juli zur Nachhilfe in den Osterferien. Und die aktuelle Ausgabe des Konsuments sollte bereits bei Ihnen zu Hause sein.